Guten Morgen. Wir sind wieder wach und bereit für die nächste Folge, für eine neue Folge. Da vorne haben wir zwei Creeper. Mit denen möchte ich mich nicht anlegen. Ah, wir gehen direkt zum Feld. Junge, ey, Leute. Wir füttern euch gleich nochmal. Das kommt gelegen. Ah, das ist jetzt gar nicht so viel gewachsen, sehe ich. Dann müssen wir nochmal an die Truhen ran. Hallo? Oh oh. Oh Gott, es riecht hier nach Plastik. Ich hab Schiss. Ich nehme jetzt sehr lange auf, Leute. Es riecht nach Plastik. Oh nein. Kann das sein, dass irgendwie... dass ich eine Pause hätte machen müssen? Ja, das kommt von der Grafikkarte. Die brutzelt. Scheiße, das tut voll weh. Ich habe die nicht geoverclockt, ne? Die ist ganz normal. Aber ja. Schade, ey. Mir war schon klar, ey. 83 Grad, das ist zu viel. Das wird irgendwie komisch eingestellt von Werk aus. Naja. Werde es jetzt aber mal nicht ändern, weil das wäre dumm. Ich kenne mich nämlich nicht besser aus wie der Verkäufer, Alter. Von wegen, wie man eine Grafikkarte einzustellen hat, ja. Den Hitzegrad. Wenn die das so eingestellt haben, dann ist das so. Oh Mann, jetzt brauchen wir noch Leder. Ich glaube, ich habe sogar mal ein Video geguckt und da hieß es von wegen die neuen RTX-Grafikkarten. Boah, das ist so laut hier, da kann man nicht reden, ey. Die neuen RTX-Grafikkarten. Die haben besonders viel Power und zwar durch die neue Technologie und bla bla. Und Sinn ist es, dass man die extra heiß anlaufen lässt, wie ein Atomkraftwerk. Und dass die dann richtig viel Power ausschütten, ja, wenn die richtig heiß werden, die CUDA-Kerne drin. Und keine Ahnung. Es ist eben auch so, wenn ein CUDA-Kern zu heiß wird, ja, dann stirbt er. Ne? Oder keine Ahnung, wenn er einfach zu viel gearbeitet hat, dann stirbt er und dann ist er nicht mehr da. Meine Grafikkarte hat jetzt 4500 von denen und je mehr, desto mehr Leistung und die sterben so langsam ab. Ne, deswegen macht eine Grafikkarte so nach ein paar Jahren, hat sie halt weniger Leistung, ne? Das ist normal, weil die stirbt langsam ab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Junge. Wir hätten die erstmal füttern müssen, ne? Egal. Das war eh zu stressig. Ja, immer. Es kommt immer mehr raus. Oder? Ja, komm, wir verarbeiten alles. Das ist auch lustig, ne? Vor den Kühen zu stehen und so eine Steak zu essen. Danach fütter ich sie. Mann, oh Mann. Ich werde auf jeden Fall keine Farm mehr bauen, Leute. Bei mir persönlich ist das zu hart, Mann. Das ist die einzige Farm, die wir hier bauen werden. Also wir werden mehr Farms bauen, aber ohne Tiere. Weil, ja.
Keine Ahnung. Die Kerle hier, die reichen mir. Oh, hört ihr das? Da sind auch manchmal so kleine mit dabei. Die kriegen auch Damage ab. Das tut mir leid. Oh nein, die Kleinen sterben gleich mit. Das ist halt natürlich alles virtuell. Ne, das ist ja nicht echt. Aber man fühlt trotzdem mit. Ups. Oh Gott, die ganzen Kleinen. Die folgen uns die ganze Zeit. Wir haben gleich keine Kühe mehr. So. Oh Leute, Junge. Ja gut. Macht euch breit, Jungs. Ihr seid die Überlebenden. Ihr habt es irgendwie verdient. Da habt ihr sogar einen Veteran. Der hat auch viel überlebt. Mit dem könnt ihr euch ja anfreunden. Aber irgendwann seid ihr sehr groß. Und er nicht mehr. Noch geht's ja noch von den Proportionen her. So. Ganz schön anstrengend dort zu reden. Wahrscheinlich auch, das Zuhören ist wahrscheinlich auch sehr anstrengend dort. Tut mir leid. So ist es halt auf einem Bauernhof. Mit 5000 Tieren. Schon tragisch, ne, so reich zu sein. So. Was schmeißen wir weg? So. Erstmal Bücher. Ah, das war's. Wozu? Genau, ich wollte gerade Bücherregale herstellen, ne? Gut, dass ich das nicht gemacht habe. So, weiter geht's. Wir haben gleich einen Stack Lapis Lazuli durch. Heißt, wir haben 64. Nee. Ja, wir haben halt fast 64 Stacks. Stacks. Enchants dann gemacht, ja. Müssen wir irgendwie ein Werkzeug da reinpacken, dass die Wahrscheinlichkeit verbessert wird? Weiß nicht. Wir können die eigentlich echt mit verzaubern. Das kostet nur ein Level. Aber nicht Effizienz, ja. Oh. Warte, das unten macht am meisten Sinn, ne? Schaffen wir aber nicht. Dann nehmen wir das. YOLO. Haltbarkeit, cool. Da haben wir nochmal Haltbarkeit. Heißt, wir haben jetzt Haltbarkeit 3 dadurch. Cool, hat nur so lange gedauert. Junge, Junge. Da war nochmal Effizienz. So, ihr kommt mal mit. 1 und 1 werden 2. 2 und 2 werden 3. Jetzt haben wir Haltbarkeit 3. Das hat ganz schön gedauert. Und Effizienz 1. Das war's, ne? Wenn es denn funktionieren wird. Das funktioniert. Das auch. Und genau, das wird funktionieren. Die einzige Frage, das machen wir danach, ist, ob wir dann noch mehr draufpacken können auf die Spitzhacke. Das finden wir aber erst nächste Runde heraus. Wir müssen nämlich mehr Level farmen.
Da haben wir wieder Eisen. Aber wir müssen warten, bis es dunkel wird. Ja, was machen wir in der Zwischenzeit? Wir können noch mal kurz füttern und schlafen gehen. Oder warte, wir müssen gar nicht schlafen. Ach, die wollen wieder rein, ne? Ja, die wollen wieder rein. Gut. Boah. Alter, wie viele kleine wir hier haben. Ich bin mit dem Weizen rausgelaufen, tut mir leid. Kommt schon. Also stellt euch vor, Leute, das Essen, was ihr isst, ne? Also was ich auch esse, by the way, das Essen, was wir alle essen, natürlich nicht alles, gibt gutes Essen, schlechtes Essen, aber wir wissen das nicht. Das meiste Essen wird so hergestellt. Nur dass das nicht ein Mensch macht, sondern eine Maschine, das Schlachten, das Füttern auch. So läuft das heutzutage, ne? Und die Leute, die dort arbeiten, in der Fabrik, die kriegen einen Mindestlohn. Plus auch keinen Festvertrag, also das heißt, die werden irgendwann einfach entlassen, ne? Und sind dann arbeitslos, haben kein Geld und so weiter. Und ja, das ist irgendwie hart, ne? Das ist echt hart. Ich weiß nicht. Tiere muss man echt selbst halten, ja, also selber halten. Und auch nicht so viele davon essen. Nur so viel, wie man züchten kann selber. Aber naja, das geht jetzt schwer, vor allem die, die in der Großstadt leben. Wo willst du da mal so ein Schaf züchten, Alter, ne? In Japan machen die das ja. Aber jetzt keine Tiere. Aber in Japan pflanzen die Leute Pflanzen an auf ihren Dächern. Hab ich mal so eine Doku drüber geschaut. Das war echt geil. Also Japan, ich weiß nicht warum. Aber immer wenn ich eine Doku sehe und die dann irgendwas Besonderes aus Japan zeigen, ich bin immer voll faszinierend, weil die machen. Die leben, keine Ahnung, Alter, die leben das Minecraft-Leben. Die machen so Dinge, die macht man. Ja, die sind kreativ, ne? Die machen Dinge, die machen andere halt nicht. Zum Beispiel irgendwie. Ja, eine Farm auf dem Dach. So, warte, was wollten wir machen? Füttern. Oh, wir haben so wenige Schafe jetzt. Waren das alle? Ja. Ach, ihr wollt auch. Na gut. Hallo.